assembly, I would make masks of famous victims of the guillotine. It's grisly, but it was the only way to get out of prison. And now someone has stolen the heads I was given. Could you please find them for me? So, hier haben wir eine Nebenmission mit Madame Tussaud. Und es geht wohl darum, Köpfe wiederzufinden. So, wir haben einen Brief bekommen. Ich habe erfahren, dass ein gewisser Politiker voller Stolz über seine Rolle beim Sturz der Girondisten den Kopf von Jacques-Pierre Brissot erworben hat, der euch vor kurzem gestohlen wurde. Er arbeitet in der Nähe der Conciergerie. Euer ergebener Freund. Mhm. Wir haben hier aber in dem Haus sicherlich noch mehrere Angestellte, die wir befragen sollten. Hier. Okay, eine Wache soll einen weiteren Kopf haben, weil er in den Kopf verliebt ist, also in die Person, dem der Kopf nachgebildet worden ist. Und noch jemand, der einen Kopf als Trophäe haben möchte. Gut, jetzt wissen wir also quasi, wo die drei Köpfe sind und können uns auf den Weg machen, die zu beschaffen. Was ist denn hier los? Naja, wir wollen... Ey, ich will eigentlich nicht kämpfen. So. Hier haben wir die Markierung, wo wir hin müssen. Das ist ja schon wieder irgendwie in so einem Gebiet drin. Ne? Mal schauen, ob wir da einen anderen Weg reinfinden. Also ein Ziel sollte da unten sein. Ah, da liegt er ja. Alles klar. Würde ich sagen... Machen wir das mal so. Der war jetzt irgendwie unglücklicherweise im Weg. Vielleicht nicht gerade die eleganteste Methode, das wieder zu beschaffen. Aber ist ja wurscht. Wir sind ja hier auch nicht nett. So. Waffe wegstecken. Ah, plündern nicht vergessen. Ein bisschen Geld, aber das lohnt sich ja fast nicht. So. Uns mal den ersten Kopf. Den Kopf von Jacques Hébert. So, jetzt müssen wir aber weiter, weil hier ist nichts mehr. Gehen wir zum nächsten grünen Gebiet. So, das ist irgendwie hier wieder eine Kirche oder sowas. Da unten ist er ja schon. In der Nähe befindet sich eine Alarmglocke. In ihrer Reichweite B drücken, um sie zu sabotieren. Alles klar.
Dann drücken wir mal B, damit hier nichts passiert. Aber wo ist der Gegenstand, den wir holen sollen? Stehlen. Alles klar. So, wie stehlen wir? Mit B. Ein Schlüssel und Rauchbomben. Aber kein weiterer Kopf. Schauen wir mal weiter. Da drin startet auch die nächste Erinnerung. Das ist aber was für ein anderes Video. Jetzt müssen wir nur mal gucken, ob es hier einen Eingang gibt. Oder sowas. Nein. Müsste eigentlich irgendwo hier drin sein. Schauen wir mal ein bisschen weiter oben. Na, so war das auch nicht geplant. So ist besser. So, von irgendwie... Warum sollten wir zu dieser Säule? Da! Stehlen. Komm, runter. Okay. Oh, da ist er. Das hat nicht geklappt mit dem Stehlen. Dann müssen wir dich halt leider umbringen. So, plündern. Missionsgegenstand Brief. Hauptmann Lenotre, ich habe beide Köpfe bei unserem Freund gekauft. Sie werden in Kisten in der Conciergerie aufbewahrt. Ich habe den einzigen Schlüssel, der beide öffnet. Okay. Wo ist die Conciergerie? Das sollen wir nicht machen. Die Saint-Chapelle und... Da ist ein grüner Punkt. Ein grüner Punkt, der wohl weiter über uns ist. Wo ist er denn jetzt schon wieder hin, der grüne Punkt? Jetzt schießen sie wieder auf mich, wa? Oh oh, abgestürzt. Okay, das war nicht so toll. Kein Problem. Schauen wir mal wieder rein. Sperrgebiet. Beschaffen. Okay, gehen wir doch nochmal die Wand hoch. Wobei das scheint von der Höhe her im Gebäude zu sein. Da war ein Fenster offen. Okay.
Das ist ja schon mal nicht schlecht. So, du da. Niederschlagen. Unter anderem erhält die Liste Kiste abgeordnete. So, den plündern wir noch. Zwei. Beschaffen. Truhe entriegelt. Wir haben einen Kopf gefunden und hier ist wohl der nächste letzte Kopf drin. Drei von drei. Mit Madame Tussaud sprechen. Gerne. Allerdings müssen wir dazu da auch erstmal wieder hinkommen. Und ich glaube, der einzige Ausgang ist wieder hier oben. Durchs Fenster raus, wo wir rein sind. Und jetzt gehen wir einfach mal in Richtung des grünen Punktes. Sehr sportlich heute Morgen. Apropos, willkommen im Jahr 2015. Wir haben den 1. Januar zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. So, wir sind unten angekommen. Das geht glücklicherweise recht fix. Dann suchen wir uns mal den Weg zurück. Diese verschiedenen Farben der Kisten, das muss ich auch nochmal recherchieren, was das damit auf sich hat. Oh. Ja, ja. So. Da sind wir. Wir wären, wenn wir nicht im Kampf wären. So, sprechen. Aufgabe abgeschlossen. So, kühle Köpfe bewahren, Pariser Geschichten abgeschlossen. Damit war es das auch für dieses Zwischenvideo. Bis dann, ciao, ciao.